Vom YouTuber zum Bundesliga-Profi. Das, glaube ich, ist zumindest die perfekte Überschrift, wenn es um Justin Ginmar geht. Seine komplette Geschichte verfolge ich mehr oder weniger mit Unterbrechungen auch tatsächlich noch seit der Zeit, wo er aktiv YouTube-Videos gemacht hat. Damals noch bei Holstein Kiel. Wollt ihr seinen kompletten Werdegang sehen, beziehungsweise euch das Ganze anhören. Es gibt ein richtig cooles Storytime von Bilal, Storytime mit Billo und Justin Ginmar, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Checkt das super gerne ab. Lange in keinem Leistungszentrum gespielt, dann ging es irgendwann mal nach Kiel. Es ging dann zu Bremen, dann hat er seinen Vertrag verlängert, wurde zu Dortmund 2 ausgeliehen, hat dort richtig gute Arbeit geleistet, war sogar im Training mit Jude Bellingham, mit einem Erling Haaland, er war beim BVB in der ersten Mannschaft, er war sogar im Kader mit dabei und dann aber Rückkehr zu Bremen und alles, was seither passiert, kriegt er wahrscheinlich sogar regelmäßig hautnah mit. Die Bremen-Fans von euch, also zumindest die, die ich in den Kommentaren immer mal wieder sehen, die wünschen sich was mit Justin Ginmar, vor allem wünscht man sich, glaube ich, auch als Bremen-Fan, dass dieser Junge öfter spielt, denn er hat, leider Gottes, musste ich das als Köln-Fan auch schon am eigenen Leib irgendwo erfahren, gegen uns ganz gute Erfahrungen gemacht. Der Junge hat's drauf, ist unfassbar schnell und kann Unterschiede machen. Und genau das soll er in dieser Folge auch, denn Justin Ginmar führt den SV Werder Bremen tatsächlich vom YouTuber bis hin mit ihm als Spieler zum Champions League Sieg. Langes Intro, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert natürlich auch gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Checkt gerne auch mein TikTok ab, mein Social Media, alles verlinkt, Instagram, TikTok, ihr seid immer auf dem aktuellsten Stand. Da gibt's für euch auch YouTube Shorts und eben TikTok Videos, also da immer auf dem aktuellsten Stand sein und dann würde ich sagen, war es das soweit mit dem Intro. Ich komme jetzt gerade aus der Aufnahme, die auch gut 2,5 Stunden ging. Es war aber richtig geil und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Lasst Liebe da. Direkt angekommen in der Karriere seht ihr das aktuelle Transferbudget bei nur noch 1 Million Euro. Wir haben also bereits alles im ersten Transfersommer hinter uns gebracht. Dreh- und Angelpunkt ist natürlich Justin Ginmar. Der ist eigentlicher Stürmer. Ich habe den bereits auf dem Flügel umtrainiert, denn anhand seiner Tempowerte sehe ich den eher auf dem Flügel und vor allem können wir ihn da im Positioning Change immer wieder hin und her trainieren. Um dann eine Top-Mannschaft um ihn herumzubauen, haben wir natürlich einige Spieler verkauft. Ja, ich finde sehr, sehr viele sympathisch, aber das ist hier eben nebensächlich. In einer Sprint to Glory sagt es der Name natürlich von selbst, wollen wir so schnell wie möglich in Richtung Erfolg. Dux, Friedel, Bittencourt, ihr seht alle anderen Spieler soweit im Hintergrund. Dingchi die Leihe abgebrochen, der bringt 9,2 Millionen. Ein paar Spieler haben wir dann auch verliehen und ansonsten unterm Strich echt einen riesen Ausverkauf hingenommen, aber auch nur, um diese Mannschaft im Kollektiv, mein Lieblingswort, jetzt schon mit richtig viel Potenzial und auch jetzt schon absolut starkem Rating aufzubauen. Da springen wir dann hier also auf die Wunschliste bzw. auf die Liste, wo eigene Angebote und auch die, die bereits offiziell über die Bühne gegangen sind, dann zu sehen sind. Marcos Leonardo kam für 20 Millionen. Ihr meintet ja, ich soll ein bisschen mehr Individualität mit reinbringen, soll einfach auch mal andere Spieler verpflichten. Und genau das habe ich mir auch hier wieder zu Herzen genommen. Im Tor haben wir Michele Di Gregorio für 21 Millionen. Wir haben Santiago Bueno für 16 von den Wolves. Wir haben Aaron Hickey für 10,1. Felix Agu dafür im Tausch. Dann haben wir Yunus Musa eigentlich als Achter gedacht. Ich habe auch Jens Day im Gegenzug dagegen gegeben. Allerdings habe ich dann gemerkt, der US-Amerikaner kann sogar plus 1 im Rating Außenverteidiger und Hickey hat 5 Sterne, schwacher Fuß, ist eigentlich Rechtsfuß, aber kann dann auf links spielen. Barreiro Martins, da profitieren wir von dem auslaufenden Spielervertrag des Luxemburgers für 8,4 Millionen. Wir haben Rafael Santos Boré, den ich auf dem Flügel spielen wollte und dann hatte hier tatsächlich Frankfurt Interesse an Romano Schmid. Ich dachte, komm, machen wir einfach mal. Da zahlen wir dann nur, ich glaube, 100.000 obendrauf. Genauso ist es. Und Jesper Lindström für 11 Millionen und auch Olivier Demann im Tausch. Und damit sind wir dann auch fertig. Das sind insgesamt, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, 8 Neuzugänge lediglich übrig geblieben. Vom Anfangskader ist klar, einmal Justin Ginmar, wir klammern Boré auf jeden Fall aus, haben dann noch Kapitän Naby Keita und wir haben noch Amos Pieper. Und ansonsten eine komplett neue Mannschaft. Und genau die darf sich jetzt beweisen. In der Jugendakademie habe ich einen neuen Scout dazugeholt mit Niklas Braun, 4 Sterne Einschätzung und auch Erfahrung. Und am Ende der Saison wissen wir mehr. Ich will mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ich glaube, das ist auch nicht zu viel verlangt. Aber wir springen einfach direkt mal dahin. Da heißt es dann Bundesliga, Pokal und dann wahrscheinlich auch schon Sprung ins zweite Jahr. Denn wir wollen ja Sprint to Glory. So schnell wie möglich in Richtung Champions League, um diese dann auch gewinnen zu können. Der Abschluss ist eigentlich recht zufriedenstellend. Mit einem Unentschieden gegen Gladbach und Leipzig und einem Abschlussdreier gegen den VfL Bochum sieht das okay aus. Es gab aber auch andere Zeiten, so wie hier, unter anderem im Monat April. 5 Spiele, 4 Niederlagen, nur einen Sieg. Darunter auch das Aus im Pokal und das erst im April. Das lässt eigentlich auch darauf schließen, dass wir richtig lange mit dabei waren. Wir haben 49 Zähler, gleich auf mit Hoffenheim. Wir stehen auf Platz 8, einstelliger Tabellenplatz. Das ist voll in Ordnung. 3 Punkte hinter einem vermeintlichen europäischen Platz, denn Platz 7 könnte schon für die Conference League reichen. Es sind 4 auf Union und es sind gar nicht mal so viele. Mit 7 auf Platz
Platz 5 und es sind sogar auch nur in Anführungszeichen 8 auf Platz 4. Die Champions League ist also schon mehr oder weniger mit ganz viel Fantasie in greifbarer Nähe. Das ist auf jeden Fall näher, als dass der Abstieg bei uns eine wichtige Rolle spielen würde. Bochum 24 Punkte, genauso auch der SV Darmstadt, die gehen beide runter. Augsburg muss in die Relegation. Und wir schauen auf den DFB-Pokal. Dort ist also der deutsche Klassiker mit Bayern und Dortmund 2:2 zu Ende gegangen und dann hat der deutsche Rekordmeister mit 5:3 aus München den BVB geschlagen. Für uns ging es bis ins Halbfinale. Das ist richtig gut. Davor in Darmstadt gewonnen auch gegen Hannover und die Einstiegsrunde bei WM Wiesbaden. Justin Ginmar hat eine 80. Das ist wirklich absolut geisteskrank. Der ist also plus 7 in alleine nur einem Jahr nach oben gegangen. Und auch die Mannschaft so drumherum. Ey, ich bin voll zufrieden. Ja, Amos Pieper und auch Keita werden wir wahrscheinlich ersetzen. Boré eventuell auch. Aber da war es mir schon wichtig, dass wir bei dem Kolumbianer auf jeden Fall hier natürlich dann die Kaufoption ziehen oder eben in die Verhandlung gehen. Denn ich glaube, den kann man mehr oder weniger gewinnbringend auch verkaufen. Plus 8 sogar. Justin Ginmar. Also, der hat nicht mal Potenzial, ich verstehe das gar nicht. Aber gut, wir haben keine allzu große Konkurrenz auf dem Flügel, nahezu gar keine. Das gefällt mir. In der Statistik haben wir 38 Einsätze für ihn, 8 Tore, 7 Vorlagen, das ist absolut stark. Die meisten Tore aber Marcos Leonardo mit 19, Boré dann auch noch 16. Die meisten Vorlagen hat Justin Ginmar tatsächlich mit 7, also bester Vorlagengeber. Und ohne Gegentor müssen wir ganz kurz unseren Torhüter raussuchen, Michael Zetterer. 10-mal die Null gehalten. Ach bitte, wer ist unsere andere Nummer 1? Ja, die Gregorio. Der hat sich plus 2 verbessert. Ist im Endeffekt um plus Rating 6 Punkte besser als Zetterer. Und trotzdem kam der größtenteils zu Einsatzzeiten. Also Zetterer werden wir verkaufen. Das ist mal wieder sinnbildlich für das, was die Co-Trainer leider immer mal wieder hier veranstalten. Aber trotzdem, ein erstes, richtig gutes, vor allem erfolgreiches Jahr geht zu Ende. Wir springen in Saison Nummer 2. Ihr wisst um unsere Abgangskandidaten. Das sind die drei übrig gebliebenen vom Anfangskader. Ausgeklammert Justin Ginmar, Pieper, Keita, Boré. Ab geht's. Bevor wir jetzt direkt ins nächste Jahr simulieren, gab es eben auch die Nachricht. Ihr seht mal wieder, Edin Terzic, den wähle ich immer aus. Das ist der erste Coach, der eben zur Auswahl steht. Naja, das mal völlig außen vor. Ist Justin Ginmar für die deutsche Nationalmannschaft tatsächlich nominiert. Und für ihn geht es dann ja normalerweise auch hier in die Heim-EM. Also das ist hier der 21. Juni 24. Das, was jetzt in einigen Monaten uns bevorsteht, ist für Justin Ginmar als Fußballprofi jetzt dann auch Realität. Finde ich richtig geil. Ich meine, wer sich von einer 72 auf eine 80 binnen einer Saison entwickelt, der macht logischerweise irgendwo auf sich aufmerksam. Und das dann auch hier für Julian Nagelsmann, der ihn direkt mit zur Heim-EM nimmt. Also was für eine Ehre. Dort kann er natürlich auch nochmal ganz andere Atmosphären aufnehmen und vor allem Erfahrungen sammeln, die er dann gerne bei uns natürlich auf dem Platz zeigen darf. Wir hatten knappe 40 Millionen Transferbudget von vorne rein. Jetzt gibt es erstmal alle Neuzugänge, anders als noch im ersten Jahr. Tauschen wir einfach mal ganz kurz in der Reihenfolge. Ist es für euch vielleicht aber so ein bisschen abwechslungsreicher. Dijani Reinders, der kam hier von AC Milan für 40 Millionen. Rekordneuzugang bis dato. Wir haben Igor Paixão für 30,5 und wir haben noch Jared Branthwaite für 21,5. Das sind alles Deals, die ohne Tauschdeals tatsächlich über die Bühne gegangen sind. Okay, ich hatte da irgendwas noch im Hinterkopf, aber wahrscheinlich war das noch vom ersten Jahr. Spieler, die den Verein verlassen haben. Rafael Santos Boré zu Nottingham Forest, 24 Millionen. Denken wir ein Jahr zurück, haben wir im Tausch mit Romano Schmid nur 100.000 obendrauf gezahlt. Zetterer ist zum VfB Stuttgart. Der hatte eine Freigabesumme von 7,3 Millionen. Das ist mehr als das Doppelte seines Marktwerts gewesen. Sage ich nicht nein. Pieper 21 zu Real Betis und 22 nehmen wir von Brighton of Albion für Naby Keita ein. Der kennt die Premier League, geht dorthin zurück aus seiner Zeit von Liverpool, jetzt zu Brighton of Albion und unsere Mannschaft steht damit und ich kann es immer mal wieder nur wiederholen. Bin absolut zufrieden. Das ist eine richtig coole Truppe. Justin Ginmar werde ich jetzt wahrscheinlich noch als Elfmeter und Freistoß oder Standardschützen machen und ja, dann freue ich mich darauf, wenn die ein oder andere Ecke auch vom deutschen Nationalspieler, Neunationalspieler nach der Zeit bei uns auf jeden Fall kommt und am Ende der Saison dann auch die Statistik deutlich für ihn spricht. Er war ja im Vorjahr der besten Vorlagengeber, das darf jetzt auch gerne wieder der Fall sein, noch ein paar mehr Tore und eine 80 plus für die komplette Mannschaft am Ende der Saison. Ich bin aber zuversichtlich, ich glaube, das werden wir hinbekommen. Wir sind noch immer in der Simulation und wenn mich nicht alles täuscht, im Pokalfinale und oh mein Gott, ich muss ganz kurz rechtzeitig unterbrechen, Hannover 96! Was ist denn da los? Also, ich bin geschockt, mir fehlen die Worte. 96 mit uns im Pokalfinale und 96, die haben ja noch Runde 1 gegen den FC Augsburg spielen müssen, sind also noch in der zweiten Liga, schlagen den FCA damit 2:0. Dann gewinnt sie 2:0 in Köln, wir 4:2 in Verl. Wir tun uns extrem schwer gegen Haching, kommen aber auch dadurch. Hannover schlägt dann Magdeburg, wir schlagen die Bayern, Hannover Lautern im Elfmeterschießen, dann schlägt 96 Wolfsburg, wir Leverkusen und so kommt es zu diesem Pokalfinale, in das wir selbstverständlich gleich in die Schnellsimulation gehen. Wir schauen auf die Bundesliga.
Derby-Sieger und wir sehen Bremen auf Platz 4. Let's go! Wir sind übrigens doppelter Derby-Sieger. Ja, der HSV ist also aufgestiegen. Das Nordderby gibt es wieder. Aber so kurz sie da waren, so schnell geht es dann auch wieder runter. Nur 21 Zähler und auch Freiburg trifft es. Mainz muss in die Relegation, weil sie in der Tordifferenz ein Tor schlechter sind als Frankfurt. Die SGE 31 Punkte, auch Stuttgart 31, Schalke 32. Das war ein absolutes Finish in Sachen Klassenerhalt / Abstiegskampf. Leverkusen bei uns aber oben auf Platz 1. 3 Punkte dahinter der FC Bayern München. Dann haben wir Leipzig und dann uns auch schon. 65 Zähler, das ist richtig gut. Im letzten Jahr hatten wir, glaube ich, 48 Zähler, wenn mich nicht alles täuscht, und waren damit Achter. Das hätte jetzt für Platz 9 gereicht, denn wir haben 12 Punkte Rückstand von der TSG auf meinen geliebten 1. FC Köln. Und ansonsten, ja, ist das doch echt stabil. Und vielleicht die Chance nächstes Jahr, das ist schon mal fix, nicht nur Champions League zu spielen, sondern eben auch im DFL Supercup. Denn das machen wir dann wirklich nur, wenn wir eben auch Pokalsieger sind. Das ist unsere Mannschaft. Ja, Justin Gin war 87. Ich habe den jetzt auch als Kapitän gemacht. Also der ist nochmal in einem Jahr um plus 7 gestiegen. Ja, binnen 2 Spielzeiten um 15 Ratingpunkte nach oben. Das ist crazy. Also das ist wirklich verrückt. Ich weiß gar nicht, was denn sein Potenzial denn macht. Ja, da steht noch immer nichts, aber plus 7 ist schon echt heftig. 35 Einsätze, 14 Tore, 3 Dinger vorgelegt. Gut, mit 3 Vorlagen ist das nicht der Beste, aber der 5. Beste. Wir haben Lindström, Paixão, Barreiro, Martins und der Beste Reinders. Die meisten Tore erzielt Marcos Leandro mit 23 und dann auch schon Kapitän Justin Gindmann mit 14 dahinter. Paixão ist auch noch zweistellig mit 10. Apropos zweistellig, passt das auch bei unserem Torhüter? Da schauen wir mal ganz kurz rein. Und ja, Di Gregorio, der spielt jetzt endlich. Ja gut, dank dem Verkauf von Robin Zentner. Nee, nicht Zentner, sondern Zetterer. 12x0 gespielt. Vor lauter Namen komme ich hier absolut durcheinander. Ja, und dann gibt es eigentlich gar nicht so viele Baustellen. Also Hickey und Musa machen nicht die Entwicklungsschritte, die ich mir eigentlich erhofft hatte. Bei Barreiro Martins und auch Lindström war das so ein bisschen klar. Paixão, gut, ist auf dem Flügel zu Hause. Wir gucken einfach mal. Also ich habe auch nicht die Entwicklungspläne angepasst. Das werde ich jetzt nochmal machen, denn da sind einige mit dabei, dauern dann nur eine Woche und dann ist eigentlich auch schon wieder das nächste Rating erreicht. Also von daher, ich bin super zufrieden. Das ist eine richtig geile Mannschaft und damit springen wir doch jetzt, ich wollte schon sagen, ins nächste Jahr. Nein, ins Olympiastadion. Bremen gegen Hannover. Was für eine Partie. Unsere Mannschaft in Bestbesetzung 96 könnte als Zweitligist nächstes Jahr europäisch spielen. Wir gehen rein und wir gewinnen mit 2:0. Reinders und Paixão lassen Hannover 96 keine Chance. Ganz, ganz deutliche Ballbesitzvorteile und das ist nur die eine Statistik, die deutlich für uns spricht. Auch die Schüsse und Chancen sind komplett auf unserer Seite. 96 aber, Chapeau, Hut ab. Das muss man erstmal schaffen. Ein durchaus schwieriger Weg, vor allem der längste Weg. Ja, die haben wir nochmal eine Runde länger oder vorher eingeparkt. Ja, also in den DFB-Pokal im Vergleich zu uns und haben eben bis ganz, ganz hinten dann auch standgehalten. Also, da muss man wirklich riesen Respekt zollen und dann springen wir auch schon ins dritte Jahr und für uns das erste Mal Champions League mit Bremen. 83 Millionen Transferbudget standen am Anfang der Saison. Ja, jetzt haben wir vereinzelt wenige Spieler verkauft. Es sind hier, ich glaube, 3 Stück mit einer Ablösesumme. Das ist Paixão für 68, der geht ligaintern zu Leverkusen. Middlesbrough holt sich Löpping auf Leihbasis. Bueno bringt 65,2 Millionen zu Sevilla. Barreiro Martins 84 Millionen zu Real Madrid. Wir haben die Leihe von Nakishi zu Inter Miami, zu Lionel Messi und Espanyol Barcelona sichert sich die Dienste von Oliver Burke. Damit ist auch offiziell klar, wir brauchen nur in Anführungszeichen einen neuen Innenverteidiger, einen neuen Achter und einen neuen linken Flügel. Und genau das sind auch die einzigen Positionen, die wir jetzt upgraden werden. Und dafür haben wir so im Durchschnitt gute 80 bis 90 Millionen, die wir durchschnittlich pro Neuzugang ausgeben dürfen. Das ist eine unfassbare Menge. Also wir werden jetzt richtig geile Neuzugänge präsentieren. Davon bin ich fest überzeugt. Hier haben wir dann unsere Neuzugänge. Mikael Olise ist der eine für den Flügel. 61 Millionen. Matthijs de Ligt bringt 117 Millionen auf die Waage in Sachen Ablösesumme. Das ist absolut unfassbar. Aber ist trotzdem richtig geil, wie ich finde. Und Vitinha noch für 72 Millionen. Hat eine 85. Ja, de Ligt eine 88. Olise oder Olise eine 84. Das ist alles richtig gut und verbessert unsere Mannschaft einmal mehr. Die Startelf ist dementsprechend direkt angepasst. Das seht ihr jetzt soweit schon mal im Hintergrund. Musa aktuell noch rot gesperrt, aber ich bin mehr als nur zufrieden. Die 85 plus ist auch mehr als nur realistisch zum Ende der Saison. Gleich aber zeige ich euch natürlich noch die Gegner aus einer erstmaligen Champions League Teilnahme. In unserer Amtszeit Teilnahme natürlich. Da gucken wir ganz kurz noch auf die Gegner und ansonsten heißt es Entwicklungspläne, Fokus auch auf die Jugend, denn der Kader ist nicht gerade der größte, aber so ist das schon echt geil. Also vor allem auch sehr viele individuelle neue Spieler, die wir so in STGs, wenn überhaupt, ganz, ganz selten
selten oder eben noch nie verpflichtet haben. Und das macht es wirklich aus. Also ich nehme mir da definitiv eure Kommentare auch zu Herzen und bin da extrem dankbar darüber, weil das macht auch mir mehr Spaß. Da komme ich nicht drum rum. Die Auslosung war also erfolgreich. Mit dem FC Chelsea, dem Club Brügge und den Glasgow Rangers sind wir, glaube ich, auch ganz gut aufgestellt. Die Blues sind, würde ich sagen, individuell, wenn überhaupt, auf Augenhöhe mit uns, denn wir müssen auch wirklich mal unsere Qualität wirklich komplett nach oben heben. Die ist brutal. Und Chelsea, die haben viel Geld ausgegeben, aber eben jetzt nicht zwingend im Gesamtrating investiert, wenn man das zumindest jetzt mal hier auf den IAFC 24 Karrieremodus reflektiert. Also ich glaube, wir sind hier chronologisch in der richtigen Reihenfolge unterwegs. Bremen auf 1, dann kommt Chelsea, Brügge und die Rangers. Zumindest was das Thema individuelle Qualität angeht. Ob das dann am 1. Januar auch schon mit dem Zwischenfazit und dem Ergebnis Achtelfinale ja oder nein genau so bleibt, das werden wir gleich sehen. Denn dahin geht jetzt der nächste Sprung. Die Reihenfolge ist bis auf eine Positionierung oder bis auf ja doch einen Change und zwei Mannschaften eigentlich identisch. Die Rangers ganz unten, wir ganz oben, ohne eine einzige Niederlage. Und in 3-Punkten-Schritten geht es immer nach oben. Rangers 3, Chelsea 6, Club Brügge 9 und Werder Bremen 12. Also Brügge tatsächlich vor Chelsea, die durfte man nicht unterschätzen und das beweisen sie hier einmal mehr. Wir treffen jetzt auf Paris Saint-Germain, während Brügge gegen die Bayern ran müssen. Das wäre für uns sowieso nicht gegangen, aber ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Wir stehen im Achtelfinale, wir stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals, treffen dort auf die Roten Teufel aus Lautern, haben davor Stuttgart geschlagen und gewonnen gegen Düsseldorf. Und wir gucken noch auf den Supercup, der ist ja auch schon gespielt, nach einem 1-1 gegen die Werkself, letztjähriger Meister, wir letztjähriger Pokalsieger, verlieren wir leider 8-7 im Elfmeterschießen. Und in der Bundesliga ist es für uns wieder mal Kurs Champions League, schon 10 Punkte Vorsprung auf den ersten Platz, der automatisch nicht mehr Königsklasse, nämlich Platz 5 für den ersten FC Köln stand jetzt bedeuten würde. Also, ich denke, die Champions League werden wir zwar nicht zwingend gewinnen, aber es sieht alles wieder nach erneuter Qualifikation für Jahr Nummer 4 und damit ein zweites Mal in Folge aus. So rum, ist immer sehr, sehr viel. Gegen Lautern eindrucksvoll, 5-1 auf dem Betze gewonnen, 3-1 dann gegen Hertha, um dann gegen den BVB zu verlieren. Na gut, so manche Mannschaften dürfen uns dann doch auch auf jeden Fall nochmal das Wasser reichen. Unsere Mannschaft ist in Bestbesetzung und ja, die hat die 85 plus beinahe inne. Justin Chinma ist jetzt der beste Spieler mit einer 90. Di Gregorio, der hatte ja am Anfang gefühlt gar kein Potenzial mehr, nachdem Zetteras so oft gespielt hat, der steht auf einer 89. Park de Brins, wir machen schnell, wir gehen rein und es gibt ein 2-1. De Bruyne, Usman Dembele und Reinders mit dem verdienten Anschluss, denn rein statistisch betrachtet waren wir in einem eigentlichen 50-50-Spiel vielleicht sogar minimal besser. Da ich nicht ganz so viel Hoffnung habe, dass wir tatsächlich hier schon um einen möglichen Champions-League-Titel mitspielen können, gehen wir hier eben auch ins Wohnen-Westweser-Stadion schon mal hier rein und ey, oh mein Gott, ich wurde beinahe komplett vom Gegenteil überzeugt. Chinma Führung, Kökçü Ausgleich, Leonardo Führung und damit ging es in die Verlängerung. Und dann einmal Mbappé, einmal Usman Dembélé. Wir verlieren das Ganze also auch bei uns. Leider, aber wir waren trotzdem zwischenzeitlich echt komplett zurück, haben das Hinspiel wieder komplett egalisieren können. Ja, also mit einem exakten Ergebnis 2-1. Und dann stand es 3-3 in der Gesamtwertung. Jetzt steht es 3-5. Paris, okay, die sind im Viertelfinale. Wir leider raus. Aber wir haben bewiesen, wir gehören in die Champions League. Und wir sind vor allem auch gegen die ganz großen Teams, worunter ich Paris zählen würde, tatsächlich konkurrenzfähig. Eine Qualifikation fürs nächste Jahr, gleichbedeutend Champions League, war ja eigentlich schon recht absehbar. Unsere Mannschaft muss gar nicht so viel geändert bekommen. Vielleicht werden wir Musa ersetzen, vielleicht auch Lindström. Und ansonsten aber ist das echt stark und das hat vor allem internationales Top-Niveau. Wir haben hier leider den Pokal. Oh mein Gott! Jetzt aber erstmal so rum. Wir haben die Meisterschaft geholt mit Bremen. 79 Punkte, 4 Zähler vor den Bayern, 9 vor Leverkusen und auch 12 vor Dortmund. Das sind die Teams, die nächstes Jahr mit uns in der Champions League spielen. Wir schauen ganz kurz auf die Abstiegskandidaten. Darmstadt, Schalke gehen runter. Frankfurt muss in die Relegation. Supercup war ja bereits bekannt. Wir schauen auf den DFB-Pokal. Den verlieren wir gegen Leipzig. Gewinnen hier noch auf Lautern. Nicht auf Lautern, sondern auf dem Betze. Leipzig parallel Wolfsburg geschlagen. Wir Gladbach, dann die SGE unterliegt RB. Und wir leider dann Leipzig mit einem 2-1 im Finale. Schauen wir noch ganz kurz auf die Champions League. Im Finale Paris und West Ham. PSG hatte dann hier den FC Bayern München. Die haben wir ja unter anderem national schlagen können. Dann hatten sie Leipzig. Okay, und jetzt West Ham. Also ich meine, die Hammers schlagen hier unter anderem Real Madrid. Aber ich glaube, wenn wir Paris hier geschlagen hätten, hätten wir gegen die Bayern mit einer guten Tagesform sicherlich auch was machen können und gegen Leipzig erst recht. Und im Finale West Ham, naja, ob es dann alles so gelaufen wäre wie jetzt, weiß man natürlich nicht. Aber wir haben Hoffnung. Ja? Wenn es nicht im ersten Anlauf klappt, muss es auch nicht immer. Das klappt oftmals viel zu schnell und vor allem auch so oft im ersten Anlauf.
ist es doch vielleicht im nächsten Jahr auch schon mal wieder wichtig für uns. 2 Vorlagen, Dick Gregorio, 7-mal die 0, 13 Vorlagen, Vitinha, 12 bei Lindström. Wir haben 5 bei Justin Ginma, der mit seinen 14 Toren tatsächlich Platz 3 belegt, gleich auf mit Reinders und 37 Tore Marcos Leonardo, 13 auch noch Lindström, ab ins Jahr Nummer 4, wo Lindström vielleicht einer unserer Verkaufskandidaten sein wird. Bis auf unseren Stürmern Marcos Leonardo, der auf eine 87 hoch ist, ist jeder ausnahmslos aus der Startelf mit der Lazio unterwegs. Oh ne, dabei habe ich Matthijs de Ligt übersehen, der hinten mit einer 88 nicht mit der Niederlande unterwegs ist oder die eben international aktuell keine Spiele hat. Wir haben 127 Millionen und ich denke, wir werden mit Tauschdeals reingehen. Ich will einen neuen Rechtsverteidiger anstelle von Musa und einen neuen Spielmacher anstelle von Lindström und mehr soll es dann auch nicht sein. Das restliche Team kriegt vollste Rückendeckung, vollstes Vertrauen und ich glaube, ich bin guter Dinge, die zahlen uns das dann auch zurück. Es wird nicht nur das Champions League Achtelfinale, was schon richtig gut ist, versteht mich da nicht falsch, aber ich habe echt Hoffnung, dass wir vielleicht in Richtung Halb oder gar Finale kommen können und da dann spielen wir logischerweise selber. Haben wir alles in eigener Hand. Ich wollte einen neuen Rechtsverteidiger, da gibt es aber allerdings gar nicht so viele zur Auswahl. Trent Alexander-Arnold war zu teuer, dann habe ich mal geguckt, hier, ey, Joshua Kimmich, das wäre ja eigentlich ganz cool. Allerdings wollen die Spurs keinen Tauschdeal. Wir setzen weiter also auf Musa. Ich wollte dann Jamal Musiala, allerdings ist der viel zu teuer. Jetzt bei Lindström und 100 Millionen. Gut, das war zu wenig, aber viel mehr haben wir dann finanziell nicht an Möglichkeiten. Bei Florian Wirtz ist man bei 90 Millionen und Jesper Lindström allerdings jetzt zur Übereinkunft gekommen, weshalb wir hier dann natürlich auch direkt in Ordnung sagen. Ja, das ist ein Plus von 7 in Sachen Gesamtrating. Der Marktwert ist deutlich höher als das Gesamtpaket, was wir finanziell jetzt für den Zehner der Werkself zahlen müssen. Und damit war es das dann auch schon. Damit ist die Kaderplanung abgeschlossen und wir springen direkt wieder in die entscheidende Phase. Also schon mal nach vorne, mal Minimum in Richtung Wintertransferphase, die nicht dafür da ist, um Transfers zu tätigen, aber dafür da ist, um ganz kurz die Hinrunde dann Revue passieren zu lassen. Da gibt es dann übrigens auch die Vorstellung unserer Gegner aus der hoffentlich dann vergangenen erfolgreichen Gruppenphase. Da waren dann einmal Liverpool, Eindhoven und der FC Midtjylland und wir haben wieder mal die exakt gleiche Punktausbeute wie im Vorjahr. 6 Spiele, 3 Siege, 3 Unentschieden, keine Niederlage und damit 12 Punkte. Hinter uns ist diesmal ein Team aus England. Im letzten Jahr hat es ja Chelsea nur auf 3 geschafft, Brügge dafür auf 2. Da ist Liverpool, wir haben Eindhoven mit 5 Punkten und Midtjylland mit 4. Rechts sehen wir zum Auftakt gibt es einen Sieg über Liverpool. Wir gewinnen auch bei Midtjylland unentschieden gegen PSV 2-2 im Hin- und 3-3 im Rückspiel. Dann gibt es ein 4-1 gegen Midtjylland und ein torloses 0-0 an der Anfield Road. Das Achtelfinale ist ausgelost und es kommt zu einem erneuten Wiedersehen mit den Blues zum Auftakt an der Stamford Bridge gegen den FC Chelsea. Letztes Jahr Gruppengegner, die waren nur Dritter, runter in die Europa League. Und jetzt also stehen sie hier wieder mal gegen uns und das Ganze im Achtelfinale. Wir haben hier noch Dortmund als deutsches Team mit dabei, genauso auch Leverkusen und sonst keine Mannschaft mehr. Die Bayern sind da nicht zu sehen, vielleicht aber waren die auch gar nicht, oh mein Gott, nur Dritter vor Kiew, aber hinter Ajax und Atletico. Aber egal, Fokus jetzt auf die Champions League. Ich freue mich drauf. Wir gehen da ganz kurz die Ergebnisse durch und wenn es fürs Finale reicht, spielen wir das. Wenn nicht, geht es natürlich in ein weiteres Jahr und auch die ganzen nationalen Wettbewerbe. Die Ergebnisse sehen ja durchaus, abgesehen von Frankfurt, ganz gut aus. Gehen wir jetzt dann gleich rein. Kurz das Intro, dann das Ergebnis. 1-1 beim FC Chelsea in London. Ja, es ist Cole Palmer mit der Führung. Es ist Nick Woltemade nach Einwechslung ja, für Olise in Minute 79, 4 Minuten mit der perfekten Antwort nach dem Rückstand, dann also mit dem Ausgleich. Es war recht ausgeglichen. Ja. Auswärts aber ein Unentschieden ist okay. Wir haben daheim natürlich die Festung. Wir haben das Wohnen-Westweser-Stadion. Die Fans wahrscheinlich auch ausverkauft mit vollem Elan da. Und das sollte dann doch hoffentlich genug Rückenwind verleihen, um eben in Richtung Viertelfinale zu springen, was im letzten Jahr ja nicht funktioniert hat. Viertelfinale, Bremen ist dabei, Frankie de Jong mit der frühen Führung, dann aber auch direkt wieder, nur 9 Minuten später, ja, da ist die Antwort von Marcos Leandro, nee, Leonardo, so rum, 13. Minute, dann ist lange nichts passiert und Leonardo trifft dann auch noch in Minute 80, kurz vor Ende der regulären Spielzeit, wo es dann mit diesem 1-1 identisch zu Ablauf nach 90 Minuten im Hinspiel in die Verlängerung gegangen wäre, nee, dem ist nicht so, Doppelpack also von ihm und damit gewinnen wir bei uns in Bremen. 2-1 in der Gesamtwertung, 3-2 schlagen Chelsea und stehen im Viertelfinale. Revanche geglückt, zumindest mal in erster Instanz. Das heißt noch lange nicht, dass wir auch ins Halbfinale einziehen, aber im letzten Jahr bei Endstation gegen PSG das Ganze im Achtelfinale. Jetzt eine Stufe später warten wieder die Franzosen. Florian Wirtz trifft zum 1-0, Mbappé zum 1-1 und wieder mal Leonardo. Der trifft in Minute 89, späte Tore liegen ihm. Und damit gibt es erneut ein 2-1. Das nehme ich so gerne mit. Und zu Hause muss Paris überhaupt erstmal diese Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. Es ist offiziell geglückt, 4-2 in der Gesamtwertung und das trotz, ja, Rückstand. Es ist hier Alejandro Garnacho in Minute 43, dann Leonardo und auch Musa.
4-2 bedeutet 2x 2-1 und das, obwohl unsere Doppel-8 gefehlt hat. Ja, wir sehen hier, dann haben wir Arun, ich hoffe, den spricht man ansatzweise so aus, und Kola, der eingewechselt wurde, wiederum für Amin. Also, wir haben keinen Reinders gehabt und keinen Vitinha, die beide aufgrund zu vieler gelbe Karten tatsächlich hier für das Rückspiel des Champions League Viertelfinals gefehlt haben. Und damit heißt es jetzt City, Atletico, Barca und Bremen, die vier Teams im Champions League Halbfinale. Das Camp Nou gibt es zwar offiziell im Karrieremodus nicht mehr, aber trotzdem nehmen wir es ein, wie damals Frankfurt. Ob das personell anzahltechnisch, was die Fans angeht, genauso war, weiß ich nicht, aber wir stellen uns das ganze Thema einfach mal vor. Frankfurt und Kolo Muani, das ist der perfekte Überleitung, denn der ist nicht mehr bei der SGE, auch nicht mehr bei Paris, sondern mittlerweile bei den Katalanen und trifft früh zum 1:0 für den Gastgeber in Minute 14. Genau, Minute 47 und 65 drehen wir das Spiel. Die Doppel-8, die zuvor noch rot gesperrt im Viertelfinal Rückspiel gefehlt hat, war jetzt wieder da und sie war umso wichtiger. Vitinha und Reinders, die zwei drehen das Spiel für uns und damit haben wir jetzt die Tür recht weit aufgestoßen, müssen in Anführungszeichen mal noch, ja, nur noch hindurchgehen. Aber klar, da wird uns Barca definitiv nicht einfach so, ja, hier Spalier stehen und sagen, geht mal durch, sondern die wollen natürlich schon auch noch selber das Finalticket eventuell buchen. Unentschieden, es reicht aber. Reinders mit der Führung, Rafinha mit dem Ausgleich, nochmal eine Zitterpartie, denn gute 18 Minuten zuzüglich Nachspielzeit hatten die Gäste noch Zeit, um das Hinspielergebnis zu egalisieren, was ihnen nicht gelungen ist. Gut für uns, wir stehen im Finale. Ob der Gegner auch schon gespielt hat und damit feststeht, weiß ich noch nicht. Oh, jetzt, ich weiß es. Es ist genauso wie bei uns, was die Ergebnisverteilung angeht. Hinspiel 2-1 City auswärts bei Atletico, bei den Rochi Blancos gewonnen, um dann zu Hause im Etihad 1:1 zu spielen. Und das ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache. Manchester City, das ist natürlich ein heftiges Stück Arbeit. Wir schauen jetzt nicht auf die Finanzen, sondern vielmehr auf den Kalender, denn da wartet dann hier am 5. Juni 2027 das Team von Pep Guardiola, der mit Sicherheit noch immer der Trainer ist. Es sind die Citizens. Zum Abschluss gibt es ein Unentschieden in Augsburg. Ein Sieg zu Hause im direkten Rautenduell gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Und dann gucken wir doch einfach mal auf den Werdegang der Citizens, denn unserer ist ja bekannt. Die Sky Blues gewinnen hier 5:3 gegen Ajax Amsterdam. Im Viertelfinale gibt es ein 4:3 über Leverkusen und hier war ja bekannt ein 3:2 über Atletico Madrid. Der Vollständigkeit halber, die Europa League geht an die Bayern, die gegen Real Madrid dieses Finale gespielt haben. Was für eine Partie. Wir schauen noch in die Europa Conference League. Da haben wir Sociedad gegen Bilbao im direkten spanischen Duell. Wir gucken auf den DFB-Pokal. Der geht an Dortmund gegen Leverkusen. Unser Weg war in Runde 2 direkt zu Ende. Ja, Einstiegsrunde bei der SGE in Frankfurt. Der Supercup geht dafür aber ein erstes Mal an uns. Damit haben wir einmal mindestens den DFB-Pokal gewonnen. Auch einmal den Supercup. Einmal die Bundesliga. Da kommt keine 2 mit dazu. Denn Bayern, der deutsche Rekordmeister, schraubt die Zahl also wieder nach oben. Und wenn wir jetzt dann auch die Champions Sieg gewinnen, dann haben wir tatsächlich alle möglichen und auch nötigen Titel für uns auf jeden Fall erreicht und damit dann auch offiziell, ich glaube, die mit wohl erfolgreichste STG, die man haben kann. Zumindest mal so, was die Titelgewinne angeht, was die Variation dabei angeht, nicht die Anzahl, aber ihr wisst ja auf jeden Fall, was ich meine. Wir schauen noch ganz kurz auf die Statistik. Die Gregorio ist wieder mal zweistellig in Sachen ohne Gegentor. Zweistellig ist auch Wirtz mit 13 Torvorlagen, Reinders auch mit 10. Wir haben 28 Tore Marcos Leonardo, wir haben Wirtz mit 14, 12 bei Reinders und auch Vitinha. Und Justin Ginmar, 9 Tore, 5 Vorlagen. Ich hoffe, im Champions-League-Finale kommen da noch welche mit dazu. Wembley Stadium, Werder Bremen trifft auf Manchester City und für uns heißt es Vollgas-Fußball. Ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Wir haben eine so geile Mannschaft mit extrem vielen Spielern, die ich tatsächlich noch nie in einer SDG hatte. Und selbst wenn ich sie da mal hatte, habe ich sie noch nie in einem Champions-League-Finale gespielt, weil sie meistens wahrscheinlich die Entwicklung nicht so weit mitgenommen haben, als dass man sie dann im Champions-League-Finale hätte noch gebrauchen können. Und das ist nicht böse gemeint, sondern oftmals leider die Realität im Karrieremodus. 4 Minuten gespielt, City direkt mal mit sehr viel Ballbesitz, aber wir haben ja extrem viel Tempo und ich hoffe, wir können das ausspielen über Olise, über Justin Ginmar. Wir wollen dieses Ding gewinnen, aber müssen erstmal in der Defensive stehen. Das ist Erling Haaland. Was bitteschön war das? Ich meine, gut, das ist ein Phänomen, das kenne ich. Aber im Champions-League-Finale ist das natürlich heftig. Jetzt aber Marcos Leonardo, andere Seite. Wir bleiben diesmal nicht stehen. Gegen Ederson bleiben wir aber leider mit einem sehr harmlosen Abschluss. Ebenfalls so selten und so wenig erfolgreich wie auf der anderen Seite zuvor Haaland. Ja, okay, da ist er drin. Ich habe mich eigentlich nur aufs Verteidigen konzentriert. Das funktioniert nicht. Es ist Miretti, 31. Spielminute. Hochverdient, ja, es war nur eine Frage der Zeit. Hier bin ich dann mit Justin Ginmar eigentlich ganz gut im Zweikampf. Und dann springt er aber eben halt so komplett am Gegenspieler vorbei. Und die Gregorio ist auch geschlagen. Den trifft hier gar keine Schuld. 31 Minuten sind gespielt. Das war jetzt mein Fehler. Und ich hoffe, wir finden jetzt ein bisschen besser rein. Denn es ist eine ganz, ganz, ganz krass eindeutige Angelegenheit. Auch wenn es für uns schon Annäherungen gab.
ist das halt eben lediglich aufgrund Konter und individueller Qualität, aber so rein spielerisch ist das absolut enttäuschend. Hier haben wir jetzt mal Justin Ginma, hier haben wir einen Florian Wirtz, wir haben die Möglichkeit hier vielleicht über Vitinha, der probiert's, prüft Ederson, 38. Minute und vielleicht brauchen wir genau solche Situationen, um so richtig ins Spiel zu finden. Olise, Vorarbeit von zuvor Justin Ginma, dann ist das aber halt hier so eng, Ginma kriegt die Kugel nochmal, spitzer Winkel, Abschluss Ederson, aber die nächste Möglichkeit, komm schon, jetzt irgendwie in dieses Spiel reinarbeiten. Das ist jetzt mal gut gespielt und Justin Ginma, der ist natürlich so unfassbar schnell und der bleibt cool vor Ederson. 52. Minute, spielerisch, aus einer richtig guten Balleroberung in der eigenen Hälfte, tief in der eigenen Hälfte rausgespielt, dann geht schnell und dann ist das natürlich ein Cheatcode, ähnlich wie Kylian Mbappé. Ich will ihn jetzt vielleicht nicht im Vergleich zur Realität mit Mbappé irgendwo gleichsetzen, aber hier, gerade was die Schnelligkeit angeht, ist das hier ein absoluter Cheatcode. Schön in einem ähnlichen Özil-Slick über den herausstürmenden und dann schon auf den Boden krachenden Ederson. Der Ball ist drin, Justin Ginma geht als Kapitän voran und wir kommen richtig gut aus der Pause und das mit einer gefühlt ersten Balleroberung, die wir zuvor in der ersten Hälfte nicht mal ansatzweise hinbekommen haben. Ich hoffe, dass wir jetzt besser reinkommen. Ginma jetzt für Leonardo und der hat nur noch Ederson vor sich. Komm schon, Junge, mach ihn selber und er haut ihn rein. 66. Minute, jetzt sind es diese Konterchancen, die wir endlich mal gut und überlegt zu Ende spielen. Zuvor waren das Ansätze, mehr dann aber auch nicht. Jetzt aber merkt City auch, wir kommen in die Zweikämpfe und es gibt diese Umschaltmöglichkeiten, die wir jetzt ein zweites Mal gut zu Ende spielen. Justin Ginma mit der Vorlage, der dann hier im Rückraum so ein bisschen mitgeht und lauert, aber es musste Marcos Leonardo machen, der ein Ederson hier jetzt überwältigt und ihm keine Chance lässt. Und damit brauchen wir eine gute Viertelstunde, es sind 14 Minuten um genau zu sein, um einen 0:1 Rückstand in eine 2:1 Führung, zumindest zwischenzeitlich, umzumünzen. Fehler jetzt im Aufbau, das ist Achraf Hakimi, wir müssen irgendwie noch in die Zweikämpfe kommen. Und dann nicht so, Aaron Hickey, was ist das denn? Normal im Zweikampf mit einem ganz normalen Tackling. Und ja, den haut er natürlich um, das nimmt der Spieler dann an. Und Erling Haaland gegen unseren Di Gregorio. Der Ball ist drin, 82. Minute, das kommt aus dem absoluten Nichts. So gut City auch in Halbzeit 1 war, so stark haben sie in Halbzeit 2 abgebaut. Die wollten eigentlich gar nichts von uns. Und eine Einladung haben sie leider dann trotzdem bekommen. Und da ist die Balleroberung vielleicht nochmal richtig gefährlich. Justin Ginma eingeleitet, das ist die 88. Minute. Und Ederson kommt raus, der Lupfer leider nicht von Erfolg gekrönt. Das hätten wir uns hier beinahe nochmal so richtig gegönnt. Minute 88, das war sie vielleicht, die letzte Chance im Spiel, die Verlängerung könnte rufen, 2 Minuten angezeigte Nachspielzeit und wir kommen leider nicht mehr rein und damit aber auch City nicht mehr nach vorne, es gibt 30 Minuten obendrauf. Es gibt eine gefährliche Freistoßsituation für uns, Reinders nimmt sich der Sache an, über die Mauer, vielleicht rein ins Tor, aber da ist viel zu wenig Schmackes dahinter. 86. Minute, das waren nicht viele Meter, vielleicht so gute 19 oder gar 20. Ich habe es gar nicht gesehen in der Anzeige, wie viel es denn dann offiziell waren. Aber trotzdem, machen wir das wieder richtig gut, verschanzen uns nicht in der Defensive, finden immer besser in dieses Spiel und haben auch mittlerweile das nötige Selbstvertrauen. Und genau das brauchen wir auch. Justin Ginma ist hier wieder außen durch, ballt den Rückraum, Florian Wirtz. Und dann im letzten Moment ist Rodrigo dazwischen, oder Rodri vielmehr, der auch schon die gelbe Karte gesehen hat, gegen Justin Ginma ganz klar und deutlich zu spät gekommen. Jetzt Florian Wirtz, wir halten die Kugel weiter und Ginma ist auch hier mit dabei. Kriegen wir die Kugel rein? Kriegen wir, ja. Und dann Leonardo, und dann ist der Ball drin. 102. Minute, Marcos Leonardo mit dem nötigen Glück. Die Kugel ist drin, wir bleiben geduldig, wir spielen es gut und wir belohnen uns. Und mittlerweile ist es auch verdient. So schwach die erste Halbzeit und vor allem auch im Umkehrschluss, so gut sie für City war, ist es jetzt ein 3:2, das leistungsgerecht ist, ja, weil wir immer besser ins Spiel finden. Das ist Florian Wirtz und hier haben wir dann natürlich Justin Ginma, der Abschluss abgefälscht noch hier vom Verteidiger. Aber der Ball wäre auch so rein, denn der war schon mittlerweile bereits vorbei an Ederson. Der Verteidiger wollte das irgendwie noch vereiteln. Und dann heißt es hier, 3 Scorer von Justin Ginma, 1 Tor zum Auftakt selbst erzielt und 2 Dinger vorgelegt. Aber auch Marcos Leonardo dürfen wir mit seinen 2 Toren natürlich alles andere als außen vor lassen. Aber es funktioniert nur, wenn ein ganzes Team da ist. Und genau das ist es heute. Und das bleibt es hoffentlich auch. Es sind noch 15 Minuten. Schaut mal, wie City presst. Mit 7, 8 Mann sind die jetzt in der Offensive. Und dann können wir uns einmal von diesem Pressing befreien. Und wir sind mittlerweile auch schon in der Nachspielzeit. Spielen es aber nicht gut zu Ende. Aber trotzdem, das war's. Das war's.
Bremen 3, City 2 mit viel Ballbesitz und Kontrolle in der zweiten Hälfte der Verlängerung. Retten wir das dann also ins Ziel. Es ist verdient, es ist leistungsgerecht und geht so auch absolut in Ordnung. Vor ihm steht der Henkelpott und Justin Ginmar. Sein Name ist so oft gefallen, er hat die Binde um, beabsichtigt, denn es ist eben er. Er ist Dreh- und Angelpunkt dieser Serie oder dieser Folge vielmehr, die jetzt erfolgreich mit diesem Champions-League-Sieg zu Ende geht. Zwischenzeitlich einmal den Supercup, einmal den DFB-Pokal, einmal die Bundesliga und jetzt auch die Königsklasse gewonnen. Und damit ist es ja erfolgreich zu Ende gegangen, würde ich zumindest mal behaupten. Justin Ginmar hat eine 1 oder 92 an Gesamtrating. Das ist wirklich absolut crazy, aber der PC macht das komischerweise immer auch vielleicht dank der Cheat Engine möglich. Keine Ahnung, aber die Entwicklung ist da schon oft echt richtig verrückt. Aber damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst dem Video super gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert auch gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao.